Revelio. Revelio. So, mein Freund, Fiege die Fiege. Brauch deine Hilfe. Hast du Demigas-Statuen? Glaube ich dir die. Sieht aber nicht so aus. Dort hinten steht eine Fuck. Moin. Professor Fig, ich kenne jetzt den Ort der nächsten Prüfung. Hat sich etwas geändert? Lodgok und ich haben erfahren, dass die Kobolde nach einem weiteren Behältnis suchen. Wie dem auf Schloss Rookwood. Außerdem bauen sie riesige Bohrer, die ihnen bei ihrer Suche helfen sollen. Professor Fitzgerald sah sehr besorgt aus. Verstehe. Ranrock weiß offensichtlich mehr als gedacht. Und Sir, da ist noch etwas. Lodgok kannte Miriam. Er kannte Miriam? Sie sind sich auf Schloss Rookwood begegnet. Sie hat dort geforscht und den Behälter mit dem Portschlüssel gefunden. Er mochte sie so sehr, dass er sie damit gehen ließ. Entgegen Ranrocks Befehl. Da fehlen mir die Worte. Sie konnte wirklich sehr überzeugend sein. Darüber muss ich mehr wissen. Ich würde sogar gerne mit Lodgok direkt sprechen, aber jetzt ist keine Zeit dafür. Wo ist die nächste Prüfung? Ob Sie es glauben oder nicht. Im Büro des Schulleiters. Unglaublich. Nun gut, Sie brauchen das Passwort, um am steinernen Wasserspeier vorbeizukommen. Der Hauself des Schulleiters kennt es. Ich kenne den Hauselfen des Schulleiters nicht. Wird er überhaupt mit mir sprechen? Er ist sicher sehr loyal. Das ist er. Sie müssen sich verkleiden. Ich habe genau das Richtige. Einen Vielsafttrank. Damit gleichen Sie Professor Black bis aufs Haar. Aber braucht man für den Vielsafttrank nicht etwas von der jeweiligen Person? Und dauert er nicht ewig? Ganz recht. Woher haben Sie den Vielsafttrank, um sich in Professor Black zu verwandeln? Man weiß nie, wann man so etwas gebrauchen kann. Sagen wir einfach, ich hatte nach meiner erfolglosen Reise zum Ministerium das Bedürfnis, auf alles vorbereitet zu sein. So, die Zeit drängt. Trinken Sie, dann erkläre ich Ihnen alles Weitere. Wie fühlen Sie sich? Unglaublich. Den Geschmack vergesse ich nicht so schnell. Wie klinge ich? Überzeugend. Ich habe Ihre Gewänder noch etwas angepasst. Wie schon erwähnt, benötigen Sie das Passwort von Scrope. Der könnte überall im Schloss sein. Suchen Sie am besten nach Professor Kogawa. Sie liegt dem armen elfigen Quidditch in den Ohren, da sie hofft, er könne Black davon überzeugen, seine Meinung zu ändern. Bislang ohne Erfolg. Verstehe. Und was, wenn Professor Black mich sieht? Überlassen Sie das mir. Ich sage ihm, dass wir in Hogsmeade eine Kontaktperson des Ministeriums treffen sollen. Das verschafft Ihnen ausreichend Zeit. Danke, Professor. Wir sehen uns bestimmt in der Kartenkammer. Dankbarkeit aus Professor Blacks Mund zu hören, ist ungewöhnlich. Wir sehen uns dort. Ich muss den Hauselfen des Schulleiters finden. Ich muss erstmal hier mit meinen Schülern reden. So, wer will hier von der Schule fliegen? Sebastian, ich habe gehört, du treibst das mit dunkler Magie. Hätten Sie einen Moment, Professor? Professor, ich hatte gehofft, Sie zu erwischen. Oh, ich habe zu tun, Professor Sharp. Viel zu tun. Natürlich, Sir, aber Sie hatten mich nach einem bestimmten Trank gefragt und ich, nun ja. Was? Ach ja, nun, heraus damit, Sharp. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wir sollten das wohl besser nicht hier besprechen, Sir. Hören Sie mal. Ich entscheide, was besser ist. Keine Sorge, Sharp. Sie können ganz offen sein. Nun gut. Ich habe Ihren Heiltrank gegen Furunkel gebraut. Ich bringe ihn bei Gelegenheit vorbei. Sicher, ja. Kein Grund zur Geheimniskrämerei. Schicken Sie einfach einen Schüler damit los. Einen Schüler? Sicher, Sir. Wie Sie meinen. Das tue ich. Und danke, Sharp. Hoffentlich haben Sie auch genug für mich gebraut. Nun geht es darum, welcher Schüler diese unrühmliche Aufgabe erhält. Stark und stolz, Reinblüter. Die Zukunft gehört Ihnen.
Will ich mich angucken. What the fuck ist dein Problem? Hallo. Ich meine, aus dem Weg, Kinder. What the fuck ist das? Na, guck mal. Eine Katze, die von mir gestreichelt wird. Ich liebe Katzen. Schab, du bist ja immer noch hier. Schulleiter wollen. Gareth Weasley. Gareth. Mr. Weasley, was machen Sie hier? Müssten Sie nicht, irgendwo sein? Ach, Professor. Ja, natürlich. Es gibt viele Orte, an denen ich momentan lieber wäre. brauchen Sie etwas von mir? Ich suche meinen Hauselfen. Haben Sie ihn gesehen? Ah, das einohrige Kerlchen. Ich habe ihn vor ein paar Minuten auf dem Weg zur großen Halle gesehen. Schwärmte von Ihrem guten Benehmen, Sir. Ich habe Sie im Auge, Mr. Weasley. Laut Mr. Redding vom Honigtopf sind kürzlich einige seiner Billywick-Stacheln verschwunden. Eine ausgezeichnete Trankzutat. Und ich weiß, Sie haben für Tränke durchaus was übrig. Was? Aber Sir, ich war noch nicht mal in der Nähe vom Honigtopf. Pah! Schluss damit! Seien Sie versichert, meine Augen und Ohren sind überall. Weitergehen, Mr. Weasley. Weiter? Das wäre geil, wenn ich die immer benutzen kann, so einen Trank, Alter. Wie sick ist das denn? Feier ich. Mal was für mein Tagebuch. Hey! Was ist denn hier unten los? Hä? Huh? Was? Ist denn hier nicht irgendwo die Kamera von Sebastian? Die Krypta mal nicht. Aha. Da kann ich nicht mit ihr reden. Schade. Ah, hier. Aha, in der Krypta. Was ist denn hier? Mach mal auf, wieder Ding. Was haben wir denn hier? Oh. Ist hier jemand? Schade, es wäre voll geil, wenn man hier reingehen könnte und dieser Scheiße, Professor Black. Wie sind die? Ja, guten Tag, das haben wir auch gerade hier entdeckt, weißt du so? Ich glaube nicht, dass das passieren wird, außer die von der Quest generell hervorgesehenen Abenteuer, sage ich mal. Schade ein bisschen, wirklich schade. Wirklich schade, schade. Ach jo, ja, sorry, sorry. Man muss sich ja mal ein bisschen umgucken. Man muss es doch mal ausprobieren. Wann hat man denn die Möglichkeit, der Schulleiter rumzurennen? Ein schöner Sonntag. Schneesonntag, sag ich mal. Die Deko sitzt. Schön, schön, schön. Das nennen Sie glänzende Stiefel? Das geht besser. Zu langsam! Zu langsam! Der Schulleiter? Hier? Was will er bloß? Ominous! Mr. Gaunt, wo wollen Sie denn hin? Verzeihung, Sir. Ich war nur auf dem Weg nach draußen. Sie nehmen sich den Tag frei, was? Typisch Schüler. Vergeuden immer so viel Zeit. Ich muss einen Aufsatz über Diptam und seine Verwendung schreiben und wollte zum Gewächshaus. Ah ja, gemischt mit Bubotubler-Eiter ergibt das eine feine Schnurrbartpaste. Ja, finden Sie nicht auch? Geht es Ihnen gut, Sir? Sie wirken etwas neben sich. Ich bin kerngesund, Gaunt. Wenn ich eine medizinische Diagnose brauche, gehe ich ins St. Mungo Hospital. Dann denkt ihr auch nur, the fuck? Mit Professor Black stimmt etwas ganz und gar nicht. Diptam und Bubotubler-Eiter? Schnurrbartpaste? Ist das hier, wo die Sprayer abhängen? Da würde ich aber... Im Augenblick habe ich keine Zeit für Sie. Rein gar keine Zeit. Aus dem Weg! Professor, auf ein Wort? Ah. Professor Black, wie bereits gesagt... Sie können Ihre Entscheidung zu Quidditch immer noch überdenken. Wir könnten immer noch die Auswahl und eine verkürzte Saison haben. Das wäre besser als gar keine.
aber die Verletzung, Madame Kogawa. Professor, so einige Schüler haben hier schon einen Klatscher an den Kopf bekommen. Ich behaupte, das hat ihnen Vernunft eingebläut. Und ihnen geht's gut. Dass es jemand Reinblütiges war, nun ja, das ist noch lange kein Grund. So ein Unsinn. Die Gesundheit von Schülern wegen eines albernen Spiels zu riskieren. Ein albernes Spiel? Ich... Manchmal sind sie wirklich unmöglich. Sir, ich würde nur zu gern an die Abteilung für magische Spiele und Sportarten schreiben. Das wäre unklug. Ich würde meinen, Sie hätten etwas Besseres zu tun. Wo ist denn nur mein Elf? Guten Tag, Professor. Und ich habe Scrope in der großen Halle entdeckt. Er scheint mich zu meiden. Warum wohl? Guten Tag, Madame Kogawa. Womit haben wir ihn als Schulleiter verdient? Fast täglich frage ich mich, warum ich die Ernennung durch das Ministerium annahm. So, gibt's noch jemanden, der eine Strafe... Wieso kann ich nicht random Leuten Strafe geben und so? Nachsitzen und was weiß ich nicht alles. Ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht. Oh, du hast das falsch gemacht. Miss Broom, auf ein Wort. Oh, Professor, das ist ja eine Überraschung. Es heißt übrigens Bloom. Was war noch gleich Ihr Spezialgebiet, Broom? Die ZAGs rücken immer näher. Zauberkunst, Sir. Ungesagte Zauber. Vielleicht lässt mich ja einer verschwinden. Immer dranbleiben, Broom. Und Sie werden so unsichtbar wie dieser neue Fünftklässler. Der ist für mich sowieso unsichtbar, Sir. Dreckiger kleiner Erpresser. Hält mein Tagebuch als Geisel. Was sagten Sie, Broom? Gar nichts, Sir. Apropos unsichtbar. Wo ist mein verdammter Hauself? Wow, wie sauer die auf mich ist, hä? Mit dem Schulleiter scheint irgendwas nicht zu stimmen. Ah, dem Schulleiter geht's top. Was soll hier faulenzen? Ah ja. Auf die Tür hier. Kauen mit offenem Mund? Wo sind ihre Manieren? Mein Gott. Oh no. Professor, dürfte ich kurz stören? Hallo, Professor. Ah, Professor Weasley. Wie, schön, Sie zu sehen. Sir? Ah, da Sie schon mal da sind, könnten wir, was steht da im Hintergrund? Professor Fieg unterhalten. Oh, also gut. Ich habe mich entschlossen, ihm etwas mehr, Spielraum zu lassen. Spielraum, Professor? Ist das wirklich so klug? Ich mache mir Sorgen um seine Schüler. Er ist so selten da. Und ich vermisse ihn nicht. Nein, er kümmert sich um Ministerium. Nun, er kümmert sich für mich um Ministeriumsangelegenheiten. Verstehe. Aber Sir, ich mache mir Sorgen, weil unser Neuzugang der fünften Klasse so viel Zeit fern des Schlosses verbringt. Angeblich für Professor Fick. Ich habe beunruhigende Gerüchte über diverse Eskapaden gehört. Vom Betreten des verbotenen Waldes bis hin zum Kampf gegen Renrocks Anhänger und Rookwoods Leute. Was? Meine Güte, Sie dürfen nicht alles glauben, Professor. Nein, das dürfen Sie nicht. Ich meine, ich behalte Fick im Auge. Machen Sie einfach so wunderbar weiter wie bisher. Einfach wunderbar. Danke, aber ich gehe dem gerne mal nach. Gut, das wäre alles, Weasley. Ich meine Professor Weasley. Guten Tag. Wunderbare Arbeit. Spielraum für Professor Fig. Ich werde diesen Mann nie verstehen. Das sollte Professor Fig Zeit verschaffen. Ja, was? Zufrieden mit Scropes Arbeit als sein Hauself. Das weiß Scrope ganz genau. Scrope! Ich grüße Sie, Meister. Wie war noch gleich das Passwort für mein Büro? Aber der Meister ließ Scrope schwören, es keinem zu sagen. Nicht mal dem Meister selbst. Du stellst mich in Frage? Wie kannst du es wagen, mich in Frage zu stellen? Gleich setzt's was. Ja, Sir. Natürlich, Sir. Scrope bittet um Vergebung.
Es ist das Familienmotto der Blacks, Meister. Ja, natürlich. Der Meister erinnert sich doch sicher? Stets reinblütig. Es lautet, stets reinblütig, nicht wahr? Knapp, Meister. Scrope denkt, dass der Meister Scrope testet. Es ist stets reinblütig. Selbstverständlich. Ich hatte gesagt. Auf Französisch, wie der Meister weiß. Ja, natürlich. Ich will, dass du es für mich aussprichst. Der Meister weiß, dass Scropes Französisch hundsmiserabel ist. Na gut. Toujours pur. Ha, danke. Und sprich nie mit mir oder sonst wem über diese Unterredung. Natürlich, Sir. Scrope wird sich bemühen, dem Meister aus dem Weg zu gehen. Oh. Der Vielsafttrank lässt nach. Ich sollte lieber verschwinden. Gerade so geschafft. Fick hatte recht. Es hat wirklich geklappt. Und nun mit dem Passwort zum Wasserspeier. Schade, ich hätte gerne noch eine Rede gehalten oder so. Mist. Revelio. Sondern ich wollte, ihr seid alle scheiße. Achso, nee. Ja, aber trotzdem lustig, ne? Ihr seid alle scheiße. Okay, auf nach ganz oben. Was macht ihr denn hier, Faulenzen? Mann. Ja, hör mal, so wie die Schule haben, habe ich nicht mal Urlaub, Alter. So. Na klar. Was ist das? Achso. Okay, die Musik, beziehungsweise die Sounds von den Schülern bangen hier rum. Ich glaube, ich war noch nie bei Fick ganz oben. Bei Fick, beim Schulleiter, ne? Ja, genau. Eine Trollrüstung könnte ich gebrauchen mit dem passenden Troll. Vielleicht ist hier der letzte Schlüssel. Das wäre ja geil. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Mein Gott, die Treppe musste immer laufen. Halt. Stufe 1. Mal. Mist. Was ist denn das? Ach, da brauche ich bestimmt die Schlüsselmarken für, ne? Der Wasserspeier. Hier muss ich das Passwort sagen. Wasserspeier vor dem Schulleiterbüro. Die Treppe, die zum Büro des Schulleiters führt, wird von einem verzauberten Wasserspeier bewacht, der nur Personen passieren lässt, die das Passwort kennen. Auch wenn sich nur schwer vorstellen lässt, dass jemand den derzeitigen Bewohner des Büros besuchen wollen würde. Toujours pur. Toujours pur. Ob alle großen Zaubererfamilien Mottos haben? Der Hut. Der sprechende Hut. Dieser verzauberte Hut wurde von den vier Gründern von Hogwarts geschaffen, um die Schüler in eines der vier Häuser der Schulleiter einzuteilen. Mit Hilfe der Legilimentik kann der sprechende Hut in den Kopf des Trägers sehen und so dessen Gedanken und Fähigkeiten bestimmen.
Komm, Stufe 1. Royale Rosa. Schön, Sie zu sehen. Zum Glück hat Professor Fig schnell mitgedacht. Und jetzt? Nähern Sie sich dem Podest im Vorraum und lesen Sie das Buch, das erscheint. Was finde ich in dem Buch? Was erwartet mich denn in diesem Buch? Eine Geschichte. Vielleicht erkennen Sie einige Elemente wieder, denn ich wurde von einer Geschichte inspiriert, die viele Zaubererkinder kennen. Alles klar. Ich vermute, es geht um mehr als nur ein Buch zu lesen. Ihre Vermutungen sind richtig. Wir sprechen, wenn Sie fertig sind. Hat der Schulleiter das die ganze Zeit über nicht bemerkt? Revelio. Kann ich hier einbrechen? Natürlich nicht. Ah, hier. Guck mal hier. Wer ist der denn? Schlafende Porträts. Nicht alle Schulleiter und Schulleiterinnen genießen die täglichen Herausforderungen der Leitung der Schule von Hexerei und Zauberei. Manche ziehen es vor, bei Möglichkeiten ein wohlverdientes Nickerchen zu machen. Fühl dich, fühl dich. Oh, was ist denn das denn für ein Brief? Den scheiß Apfel wollte ich nicht essen. Kaufbeleg. Haarwasser, Bartwachs, Bundinunpomade, Kannelperlnutgriff, Rückenkratzer mit Goldgriff, Doxizid. Nur zu einem sehr kleinen Teil bezahlt, der aufstehende Betrag wird vom Ministerium in Rechnung gestellt. Revelio. Ja, das sind mir ja Liebste. Aber Sachen kaufen, aber nicht bezahlen können, ne? So kann ich den Brief nicht lesen. Die scheiß Tasse aufheben. Okay. Das muss das Podest sein. Wo bin ich? Professor Fitzgerald, hören Sie mich? Ich bin hier. An diesem Ort können Sie mich Neef nennen. Sie werden eine Fabel erleben. Passen Sie auf. Die Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen. Gehen Sie schnell und vorsichtig vor. Nutzen Sie unterwegs die Werkzeuge, um mich zu finden. Hier wie auch im Leben nimmt der Tod viele Formen an. Meiden Sie sie um jeden Preis. What the fuck? Ich quere die Stadt, ohne gesehen zu werden. Nö. Hätte es nicht eine schöne Geschichte sein können? Ich hätte weglaufen sollen. Dann wäre ich jetzt frei. Sie sind weg. Vorerst. Ich muss hier verschwinden, wo Neef wohl steckt. Guck mal in die andere Richtung, du Heimpel. Du Heimpel. Ich muss den richtigen Moment abpassen. Da ist er. Ist eine Treppe. Wo ist denn hier eine Treppe? Der Tod. Gott. Kann sowas sein? Eine Leiter.
Vielleicht finden sie mich nicht, wenn ich hochklettere. Oder sie landen direkt vor mir. Assassin's Creed Style, sage ich da nur. Ich sollte weiter, solange ich kann. Oh, Alter, wir können mich erschrecken. Ich muss hier sein. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Da muss ich hin. Ich muss einen Weg an ihnen vorbeifinden. Seht euch mal um, ihr Süßen. Dreh dich um. Leider, Bitches. Oh, da ist er tot. Da lauert nur mehr Gefahr. Ich muss umkehren. So komme ich nicht an ihn vorbei. Verschlossen. Die Tür scheint der einzig sichere Weg zu sein. So. Du kannst keine Mega-Power-Tränke mehr. Oh shit, wer ist er denn? Aber nicht hierhin, oder? Ja, wie soll ich denn hier vorbeikommen? Das ist meine Chance. So, nicht runterfallen. Kann sein, dass es ein bisschen laggy vor hier ist. Der OBS hat gerade so gar keine Lust darauf. Dort geht es weiter. Gut zu reagieren hier auf den Effekt. Ich hoffe, das legt sich jetzt gleich wieder. Wie kann das sein? Ich bin unsichtbar. Der Unsichtbarkeitsmantel. Let's go! Ab in die Frauendusche. Sie können mich nicht sehen. Ich kann mich ihnen nähern. Ah? Mr. Tod? Hier geht's weiter. Endlich frei. Aber wo bist du, Neve? Aber sie haben mich noch nicht gefunden. Suchen sie weiter. Doch diesmal können sie sich nicht verstecken. Also nutzen sie den Zauberstab vor ihnen. Vergeuden sie nicht seine außergewöhnliche Macht. So eine Macht gespürt. Depulte. Holy. Revelio. Revelio, wie komme ich jetzt hier vorbei? Bombarda. Glaube so. Nun. Okay. Dein Huhn hat das nicht interessiert. Protego. Protego geht auch.
Oh, ich hoffe, es ist nicht zu sehr am Laggen, Leute. Tut mir sehr leid, wenn ja, aber... Ist einfach der Effekt, der hier drauf ist. Aua! Ah, ich hab doch Kuh gedrückt. Greif an! Alter, ich sehe eine rote Time-Bobby jetzt gerade. Leck mich am Arsch. Ich starte mal vielleicht neu, vielleicht funktioniert das dann. Ich komme sofort wieder. So, willkommen zurück. Vielleicht hat er beim Laden irgendeinen Fehler gehabt. Vielleicht läuft der jetzt ein bisschen flüssiger. Ich weiß es nicht, kann es nicht versprechen. Ja, sieht immer noch sehr schlecht aus. Mit den Zahlen. Oh Gott. Holy shit, was passiert hier, Alter? Das tut mir so leid, das ist so laggy für euch wahrscheinlich. Tut mir voll leid. Kann sein, dass es für euch mega laggy war. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das ist alles noch irgendwie doch noch gut gegangen. Dass es nicht allzu schlimm ist.
Immer noch nicht fertig, ne? Ein schlichter Stein. Der muss für mich sein. Ein schlichter Stein, der muss für mich sein. Das war ein Reim. Das kann ich so wie kein anderer. Hatte Angst, dass sie es sagt. Nichts ist. Unfassbar, dass sie tot ist. Liebe süße Neve. Tot. Neve. Lasst uns ihr Andenken für immer ehren. Ja, die lügen doch alle. Ohne sie ist nichts, wie es war. Der Tod wartet am Grab von Neve. Geschehenes nicht rückgängig machen. Die Magie des Steins beschwört nur einen Schatten meiner selbst. Aber es gibt kein Licht ohne Schatten und keinen Schatten ohne Licht. Weil sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten sie das nicht immer auch tun. Denken Sie daran, wenn Sie meine Erinnerung sehen. Das werde ich. Achso, F gedrückt halten. Isadora, was Sie für Ihren Vater getan haben, bemerkenswert. Nicht wahr? Und Percival braucht sich auch nicht um die Gefühlsstränge oder die Spuren dieser Magie Sorgen. Es gibt einen Weg, das alles zu beherrschen. Sie machen weiter. Kobold, Silber. Sie haben es einem Kobold gesagt? Keine Sorge, er ahnt nicht, was wir da verwahren. Wir wissen nichts über die möglichen Auswirkungen, die Gefühle, die dunkle... Ach, Sie klingen wie Percival! Und ich kenne sie sehr wohl. Sie ist eine Quelle der Macht, des Fokus. Irgendwie scheint sie meine Zauberkraft zu verstärken. Ich verstehe nicht, Isadora. Wir können sie nutzen. Macht wie diese ist kein Spielzeug. In den falschen... Sie sahen, wie ich meinem Vater half. Oh, Neve, wir könnten so viel Gutes tun. Jeder von uns trägt doch Schmerz in sich. Einatmen. Spüren Sie das? Oh, Isadora. Schluss damit. Mit all dem. Sie haben diese Macht so lange verheimlicht, weil Sie sie fürchten. Ich gebe mich ihr hin. Dass Isadora durchdreht, damit war mir schon... Die war schon von Anfang an so tass.
Ist Isidore das letzte Porträt? Kann das sein? Stimmt es? Jemand hat die ersten drei Prüfungen abgeschlossen? Das ist es. Und das habe ich. Aber Sie sind so... Jung? Ich weiß. Sie müssen Professor Bakar sein. Stimmt. Schön, Sie kennenzulernen. Die Erinnerung aus dem Denkarium eben. Hat Isidora schmerzhafte Emotionen inhaliert? Oh ja. Es war verstörend? Nee, faszinierend. Ich war erstaunt zu sehen, dass es ihr eine Art Macht zu geben schien. Und dass sie sie nutzen konnte. Aber wie? Sie scheinen schon eher fasziniert als abgestoßen. Ich teile den Standort meines Denkariums nur ungern mit jemandem, der die Verantwortung der Macht vielleicht noch nicht verstanden hat. Ich versichere Ihnen, Professor, das tue ich. Doch Sie wissen noch nicht, dass ein gefährlicher Kobold namens Ranrock sich Zugang zu dem Behältnis auf Schloss Rookwood verschafft hat. Er hat gelernt, den Inhalt als Quelle immenser Macht zu nutzen. Er will diese Macht gegen die Zauberwelt einsetzen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich verstehe. Dennoch ist das Wissen, das Sie über meine Erinnerungen erlangen werden, zu wertvoll, um es unüberlegt weiterzugeben. Ich brauche Zeit, um mich mit den anderen Hütern zu beraten. Uns bleibt wohl nichts als zu warten, so frustrierend das auch ist. Ich hörte, was Sie Professor Bakar erzählten. Isidora atmete Emotionen ein, um Macht zu erlangen? Ja. Und sie hat Professor Fitzgerald ebenso wie ihrem Vater Emotionen entzogen. Ohne Erlaubnis. Abscheulich. Sie sagte sogar, sie hätte einen Weg gefunden, die gewonnenen magischen Spuren zu speichern. In Koboldsilber. Die Behältnisse. Möglich. Da ist etwas, das ich vorhin nicht sagen konnte. Ranrock hat an Orten gegraben, die mit den fünf Namen in den Tagebüchern eines Koboldschlossers namens Brackbord zu tun haben. Fünf Namen? Die Hüter. Und wer noch? Isidora Morgannock? Ganz genau. Er war uns immer einen Schritt voraus. Gringotts, der Turm, Schloss Rookwood. Wenn die Hüter Ihnen nicht verraten, wo die nächste Prüfung stattfindet, behalten wir zumindest Ranrock im Auge. Vielleicht führt er uns zu weiteren Informationen. Vielleicht. Ich hoffe, bald von Lodgok zu hören. Seit den Bohrern kam nichts mehr von ihm. Oh, und wie Sie bestimmt schon wissen, hat Ihr Vielsaftplan perfekt funktioniert. Ich wusste es. Vielleicht habe ich Black zu gut abgelenkt. Ich wusste ja nicht, dass er nicht viel Feuerwhisky verträgt. Heldenhaft mit Heiligtum. Mal du Affe da oben. Gib mir deinen Scheiß da. Ich habe da nur ein bisschen Faszination ausgesprochen. Das heißt doch nicht, dass ich dich verehre, du Pfeife. Ich glaube, du hast ein ganz falsches Weltbild von mir. Ich hätte wegen deines Koboldfreundes nicht so reagieren dürfen. Tut mir leid. Ich hoffe, wir können das Triptychon fertigstellen. Triff dich bitte an der Südküste mit mir. Dann suchen wir den letzten Teil der Leinwand. Hä? Was war? Hä? Professor Weasley, der Brief geht auf und sie sagt einfach gar nichts. Fuck? Wo sind die hier? Von der habe ich auch gar nichts mehr gehört, ne? Zwei Briefe habe ich von der bekommen. Ma, ich wollte doch gar nicht da raus. Ja, was war der letzte Brief hier? Sieg sagt, dass er in Erfahrung... dass er Ihnen seine Erfahrung mit dem Phönix mitgeteilt hat. Bitte sprechen Sie bei Gelegenheit mit ihm. Er hat einen durchaus interessanten Vorschlag für Sie. Phönixabflug, sprich mit Deke. Das werden wir alles tun, aber erst in der nächsten Folge. Kuss an alle, die eingeschaltet haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war nicht zu laggy in dem Buch. In der Skizzenwelt. Ja, ich konnte es leider auf die Schnelle jetzt nicht ändern. Und ja, ich hoffe, es hat einfach trotzdem funktioniert. Kuss an alle, die eingeschaltet haben. Wenn ihr mehr sehen wollt, checkt gerne den Kanal aus der 2D. Oder Twitch, YouTube, Twitch, Insta, Twitch, YouTube, Insta, TikTok, alles. Alles unter dem Namen Tattoo.de. Könnt ihr alles mit Tattoo.de finden. Wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne reinzahlen und die Glocke aktivieren. Alles gratis, alles kostenlos, alles auf Supportbasis. Kein Muss, kein Zwang. Alles freiwillig. Haut rein, bis zur nächsten Folge. Tschüss.